Manchmal kann es sein, dass wir den Eindruck haben, die ganze Last der Welt auf den Schultern zu tragen und dass sich das dann eben nicht nur in unserem Kopf festsetzt und wir das dadurch vielleicht spüren, sondern eben auch in unserem Körper durch Anspannungen, die sich in der Schulter- und Nackenmuskulatur festsetzen. Da kann es richtig toll sein, wenn man dem entgegenwirkt und zwar eben auch wirklich im Körper entgegenwirkt und nicht nur mit Gedanken. Von daher einfach so ein paar schulterlockernde Übungen für eben Schultern und Nacken können ganz großen Beitrag leisten. Und da schlage ich immer vor, überhaupt erstmal anzufangen, die Schultern anzuspannen, nach oben zu ziehen und wirklich auch nochmal in die Anspannung zu gehen. Und dann aber bewusst auch wieder loslassen. Loslassen und vielleicht durch den leicht geöffneten Mund auch nochmal alles abfließen lassen. Das gerne ein paar Mal, bis man so das Gefühl hat, es hat sich tatsächlich schon was gelockert und erleichtert. Als nächstes gerne auch mal so die Schulterblätter kreisen, die Arme ausstrecken und das kann man gerne erstmal mit gesenkten Armen machen, dann mit Armen, die nach vorne ausgestreckt sind und vielleicht auch noch die Arme nach oben. Und das einfach auch im eigenen Tempo und so lang, wie es sich gut anfühlt, bis man merkt, oh, da hat sich wirklich etwas gelockert, in den Faszien hat sich was getan. Und dann auch gerne nochmal kurz nachspüren und immer wieder nachspüren, wie schön es auch ist, wenn man hinterher in die Entspannung geht. Denn das ist es ja auch, was wir oft machen, dass wir den ganzen Tag immer nur in der Aktion unterwegs sind, in der Anspannung und eben vergessen, hinterher dann auch in die Entspannung zu gehen. Und als letztes schlage ich immer mal gerne auch noch vor, dass man die Dinge, die einen belasten, wo man weiß, das ist eigentlich gar nicht meins, es gehört gar nicht zu mir, dass man das in die Hand hineinsetzt, also die Hände nach vorne bringt und dann ganz bewusst diese Dinge vielleicht nochmal in der Hand so vor sich hat und mit einem beherzten nach hinten schmeißt und sich quasi davon befreit. Das darf man auch gerne öfter machen, entweder wenn es mehrere Dinge gibt oder wenn eine Sache einen sehr belastet, einfach in die Hand hineinlegen, in die Handflächen und dann nach hinten wegbringen und dann auch nochmal sich bewusst machen und bewusst bei sich einchecken und mal schauen, was es gemacht hat, ob sich vielleicht wirklich im Körper schon diese kleine Erleichterung oder vielleicht auch große Erleichterung breit machen kann. Und dieses Gefühl gerne auch immer wieder nochmal hineinspüren und mit der Ein- und Ausatmung in den gesamten Körper verankern. Ja, um dann mit ganz viel Leichtigkeit oder zumindest etwas mehr Leichtigkeit als vor der Übung weiter im Alltag zu gehen, sei es auf der Arbeit oder dann eben auch zu Hause. Viel Spaß beim Ausprobieren.